Ein herzliches Willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Runde Rise of the Tomb Raider. Euer Transact für euch am Mic. Freut sich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge Rise of the Tomb Raider. Und heute geht's weiter hier mit Lara und Transact ist für euch am Mic. Ja, ich spring hier mal so ran. Jawohl! Und auf geht die wilde Reise. Zum Grab des Propheten. Oh, sieht sie nicht sexy aus in ihren nassen Klamotten? Ups, und das Grab ist leer. Er ist leer. Nein, nein, was habe ich übersehen? Da war wohl schon jemand vor uns da. Ach du Shit. Das sind doch noch ein paar mehr als gedacht. Oh oh. Sprengsätze legen! Das Grab des Propheten. Nach all dieser Zeit. Das Artefakt? Da drin. So Gott will. Aufmachen. Vorsichtig. Es könnte äußerst gefährlich sein. Wer zur Hölle sind Sie? Sie sind doch so clever. Ich vermute, das wissen Sie schon. Trinity. Wo ist das Artefakt? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Spielen Sie keine Spielchen! Sie haben uns hierher geführt. Hören Sie. Der Sarg war leer, als ich ankam. Da war keine Leiche und definitiv kein Artefakt. So, jetzt aber schnell weg hier. Wow! Nein, was machst du denn? Du solltest doch springen. Was macht sie denn? Wieso springt sie denn nicht? Jawoll, geht doch. Oh, ach, da lang. Oh, Alter, halt ihn fest, halt ihn fest. Wow, 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 wow. Oh, wow, wow. Was ist hier los? Schneller, schneller. Oh, oh. Oh, Alter Schwede, hoch da, hoch da, hoch da. Und hoch. Ja, was machst du denn? Ja, 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 ja. Boah, boah, boah. Oh, oh, das. Das war ein Sekündchen zu spät. Das Spiel verzeiht aber auch keinen Fehler hier. Hammerhart.
Oh! Ja, 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 ihr Hans. Jetzt aber erstmal ausruhen hier. Was ist das? Wir haben es geschafft. Wow. Das Croft-Anwesen Surrey, England. Unser alter Freund. Jonah! Lara! Ich muss dir so viel erzählen, aber ich... Warst du beim Grab des Propheten? Ja, aber ich wurde verfolgt. Was? Von wem? Sie nennen sich selbst Trinity. Sie wollten mich ausschalten. Was zum Teufel ist hier los? Du machst mir langsam Angst. Das Grab war leer, aber ich glaube, sie wollten die göttliche Quelle. Das Artefakt, das dein Vater gesucht hat? Da ist noch mehr. Da war dieses Symbol im Grab. Ich wusste, dass ich es kenne. Es hat mich verrückt gemacht. Dann fiel es mir ein. Es steht hier drin. In einem von Dads Büchern. Hör dir das an. Die verlorene Stadt Kitesh verschwand angeblich in Sibirien irgendwann im 12. Jahrhundert. Legenden nach soll die Stadt direkt vor der Invasion der Mongolen in einem See versunken sein. Und die Verbindung zum Prophetenartefakt? Das gleiche Symbol. Lara. Wenn die göttliche Quelle in den Ruinen von Kitesh ist und auf ihre Entdeckung wartet, muss ich dahin. Nach Sibirien? Ist das ein Witz? Überleg doch, wenn dieses Ding wirklich das Geheimnis der Unsterblichkeit lüftet, das würde alles verändern. Krankheit, Leiden, Tod, vorbei. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Jonah, wir haben schon so viel durchgemacht. Du weißt, da draußen gibt's mehr. Es könnte wahr sein. Das ist mir völlig egal. Ich habe zu viele Freunde verloren. Ich will dich nicht auch verlieren. Dad kam nie auf die Verbindung zu Kitesh. Er hat hierfür alles geopfert. Einschließlich dich. Hör auf, dir an allem die Schuld zu geben. Es war seine Entscheidung. Ich kann ihn nicht aufgeben. Nicht jetzt. Ich habe nur das. Das stimmt nicht. Und wenn du mal 5 Minuten Pause machst, siehst du das vielleicht. Jonah. Oh, eine Frau zu schlagen, super heftig. Jawohl. Stopp. Ich hätte ja jetzt geschossen ins Bein oder was, dann kann er nicht wegspringen. Sie halten uns der nicht springt auf. Aus dem Fenster. Ja, das war klar. Scheiße, Lara. Was machen wir jetzt? Ich habe sie hingeführt, Jonah. Wenn es die göttliche Quelle gibt, müssen wir sie zuerst finden. Sibirien, wir kommen. Auf geht's. Oh, schon wieder in Schnee und Eis. Hab mich gerade über dieses schöne Wetter gefreut in Sibirien. In Syrien. So, Entschuldigung.
Lara, bist du da? Ich bin in Sicherheit. Jonah? Der Beast ist noch nicht tot, das ist schon mal gut. Jonah lebt. Wenn du mich hörst, kehr um. Bitte such nicht nach mir. Ich muss das alleine schaffen. Okay. Ich muss Schutz suchen. Schnell irgendwie eine Höhle oder sowas wäre ganz gut, ne? Ich muss mich bewegen. Unbedingt. Sonst erfrierst du mir noch, hübsche Lara. Du schaffst das. Mach schon. Ein altes Camp. Das ist doch sehr schön. Mach erstmal ein schönes Feuerchen hier. Okay. Dazu müssen wir erstmal Holz haben. Jetzt Feuer machen. Material sammeln. Ja. Okay. Schnell Feuer machen hier. Okay, das okay. Auch. Das könnte gehen. Ja, wir brauchen noch mehr. Nicht genug für die Nacht. Ja, ja, ja. Mach ja schon. Ich muss mehr sammeln. Trocken genug zum Brennen. Hoffe ich. Und das müssen wir auch noch, ja? Da ist noch was. Noch frisch. Kein Fleisch, aber vielleicht irgendwas. Zurück zum Camp. Bloß schnell ein Feuer machen, damit wir nicht erfrieren. Los, verdammt. Boah, Hammer. Schlechtes Wetter hier. Naja, gut, ist Sibirien, ne? Da kann man keine Hitze erwarten in Sibirien. Schön Unterschlupf gebaut hier. Sehr schön. Unsere Leute durchkämmen die Ruinen in den Bergen. Falls das Artefakt hier ist, finden wir es. Was ist mit den Verbliebenen? Sie leisten weiterhin Widerstand. Aber wir werden die Situation bald unter Kontrolle haben. Gut. Trinity vertraut ihnen. Trinity. Trinity war doch die Frau von Neo aus Matrix. Ich brauche einen stärkeren Bogen. Wäre dieser Schmerz bloß nicht so vertraut. Als würde ich einem alten Feind begegnen. Er will mich vernichten. Er will, dass ich mich hinlege und sterbe. Werde ich aber nicht. Ich kann nicht. Es ist etwas hier. Schaden. Es muss so sein. Sonst wäre Trinity nicht in dieser Schneehölle. Oh ich Gott. Hoffe nur, Jonah geht es gut. Dass ja, er hier eins. Weggekommen ist. Ich konnte nicht riskieren, ihn bei mir zu haben. Nicht nochmal. Der Schmerz, ihn zu verlieren. Er wäre nicht zu ertragen. Das ist mein Weg. Ganz allein. So, was muss ich denn da jetzt... Oh mein Gott, da muss ich mich erstmal zurechtfinden hier. Verstärkte... Ah ja, alles klar. Ach, das geht noch nicht. Alles klar. Okay.
Fähigkeiten. Oh mein Gott. Kletteraxt. Nö, eigentlich ist das gut, ne, was er anhat. Ach, da komme ich in die Fähigkeiten. Eieiei. Alles dreidimensional hier. Nahkampf und Heilungs... Oh mein Gott. Eisenhaut. Weniger Schaden. Ja. Das nehmen wir schon mal. Haben wir jetzt alles? Ne, kann ich nichts mehr machen. Okay. Sollten wir alles fertig haben jetzt. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Okay. Wir brauchen, glaube ich, erstmal was zu essen. Erlegen Sie und halten Sie das hier. Okay. Um Ausrüstung zu erhalten. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal Tiere sammeln. Da ist schon mal mehr Holz. Das ist, glaube ich, auch schon mal gut. Hartholz. Da ist ein Tier. Oh Mann, der ist aber schnell. Oh fuck. Was ist denn das blöde Vieh jetzt? Dann machen wir hier erstmal nochmal. Noch mehr Holz. Da. Oh, Bambi, tut mir leid. Tut mir leid. Ich liebe Tiere. Oh, das tut mir leid. Ich muss auch was zu essen haben. Zum Glück ist das nur virtuell. Oh, shit. Du rennst doch nicht weg. Oh, shit. Bambi. Diese was ist denn jetzt? Hier. Mongolisch. Ach, das gibt's doch nicht. Wo ist denn das blöde Vieh jetzt? Da ist es, da ist es. Ach. Blödes Vieh, Mensch. So. Und nochmal. So. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Habe ich hier noch irgendwas? Das hier? Will hier irgendwas machen? Oh! Trinity, Sie sind hier. Zentrale, hört ihr mich? Kann ich nicht auf Bäume klettern? Oh, Scheiße! Oh, shit, shit, shit. Oh, Scheiße. Was war denn das? Ah, vielleicht brauche ich die noch. Die Pfeile. Holz. Ich brauche noch mehr Holz. Holz. Du sollst Holz. So. Sehr schön. So. Auf Bäume klettern. Das wollen wir auch nochmal. Ich glaube, wir müssen da erstmal hoch, ne? Mongolische Schrift kann sie nicht recht entziffern.
Mongolische Schrift. Kann sie nicht recht entziffern. Wie kann man sich denn mit ihr tun eigentlich? Bäume klettern. Tiefschnee, okay. Oh, da sind... Erkundungsteam, bitte kommen. Wir hatten Störungen bei der letzten Übertragung. Haben Kontakt zum Erkundungsteam auf dem südlichen Grat verloren. Letzte Kontaktstelle war bei den mongolischen Ruinen. Bereit machen für Befehle. Weiß jetzt gar nicht, muss ich erst noch was essen oder laufe ich erstmal weiter? Ich gehe mal das Risiko ein, ne? Oh oh! So schnell weg. Oh! Shit! Oh, ich glaube, der hat mich erwischt. Scheiß Bär. So, ich kann ja nicht so schnell rennen. Was soll ich da machen? Ja, ah, sauber. Ja, sauber. Komm her, ja. Du blödes Vieh. Ja. Yeah. Das war ein schönes Bärenfell. Ah, shit. Okay. Habe ich doch gedrückt. Der macht mich immer wieder alle hier. Auszuweichen. Ja, ja, sauber. Mach ihn alle! Oh. Den sind wir los, würde ich sagen. Boah, was für ein Bärenkampf. Krass. Die kleine Lara. Lara, du hast wohl mal wieder die Tür nicht gefunden. Aber so geht's doch viel schneller, Dad. Komm her, du kleines Äffchen. Du kleines Äffchen. Wieder auf ein Abenteuer, Dad? Ja, mein größtes bisher. Also ich finde, ich wäre die perfekte Assistentin. Oh, wirklich? Und es gibt niemanden, den ich lieber dabei hätte. Aber diese Sache ist zu gefährlich. Lara, hör mir zu. Eines Tages wirst du in dieser Welt große Spuren hinterlassen. Du wirst mich so stolz machen. Einen Moment, Schätzchen, ich muss da rangehen. Wir haben überlebt. Wow. Krass, ich muss jetzt erstmal. Diese Blätter sollten die Blutung stillen. Das ist gut. Wow, was für eine coole, durchdachte Geschichte hier.
Ich brauche einen Verband. Da ist noch mehr. Da liegt doch auch irgendwas hier. Kann ich da nicht auch was von gebrauchen? Nee. Okay. Eine Hinterlassenschaft aus dem Kalten Krieg. Was trägt Trinity da unten? Oh, da ist was. Müsste reichen. So, erstmal verarzten hier. Mehr mongolische Ruinen. Der Weg scheint ganz hindurch zu führen. Ich muss an den Bären vorbei. Ja, meine Lieben, und das Problem gehen wir beim nächsten Mal an mit den Bären. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs freundliche Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Like freuen. Und wie gesagt, abonnieren ist immer noch kostenlos, kann ich gar nicht oft genug sagen. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Haut rein, habt eine schöne Zeit und ciao.